Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser letzten Folge unserer sechsteiligen Videoreihe Führungskonzepte beschäftigen wir uns mit dem Führungskonzept Management by Exceptions. Dieses Führungskonzept ist eine besondere Art des Managements by Delegation. Also auch hier werden Aufgaben delegiert, jedoch im Unterschied zum Management beim Delegation gibt es hier für jede delegierte Aufgabe ganz exakt oder einen ganz exakt vorgegebenen Spielraum, in dem sich der Mitarbeiter dann bewegen muss bzw. bewegen darf. Das heißt, innerhalb dieses Spielraumes arbeitet und agiert und auch entscheidet der Mitarbeiter selbstständig. Dies führt in weiterer Folge dann auch dazu, dass Führungskräfte von Routinearbeiten befreit werden, da diese im Regelfall delegiert werden und im Rahmen dieses exakt delegierten Handlungsspielraumes auch abgearbeitet werden. Dies führt in weiterer Folge dann auch dazu, dass aufgrund der klar geregelten Zuständigkeit eben auch schnellere Entscheidungen getroffen werden können. Wo es natürlich einige Vorteile gibt, gibt es auch immer einen Nachteil. Und der wohl größte Nachteil bei diesem Führungskonzept Management by Exception ist, dass die Kreativität der Mitarbeiter deutlich eingebremst und eingeschränkt wird. Eben genau aufgrund von diesem exakt vorgegebenen Spielraums. Ja, und somit sind wir auch am Ende unserer sechsteiligen Videoreihe Führungskonzepte angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.